Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Crying Suns. Wir machen mal weiter. In Sektor 2 von 3, ja. Hier konnten wir Sachen kaufen. Haben wir das nicht gemacht? Schönen guten Abend, Master Luck. Okay. So viel Scrap? Hatten wir das nie alles ausgegeben? Incoming Alert, okay. Mal gucken, wo wollen wir? Da wollen wir hin. Da ist was Gutes, nehme ich an. Ist nicht so, dass das Spiel uns sagen würde, was dieses Ausrufezeichen bedeutet. Würde ich sagen, fliegen wir mal da lang. Ja? Ground Signal klingt ganz interessant. Ist die Frage, können wir von hier, können wir auch noch da. Und von da können wir noch da. Da ist die Quest, da sagt das Spiel uns an, dass doch, wir müssen nur auf das falsche Icon klicken, dann geht es. Okay. Secret Military Base, das klingt auch gut. So, da ist es. Okay. Irgendwas stimmt nicht mit der Sonne. Nothing extraordinary, just that a few of its metrics seem off. Okay. Ich verstehe immer noch diese Grafik verstehe ich immer noch nicht. Okay. So, wir sind hier und führen wir mal zur Secret Military Base. Distress Signal, incoming transmission. Help me, Imperial, our ship crashed on this rock. Scrapper Signal. Okay. I'm gonna starve, or worse yet, get eaten by Xeno. You gotta help me. Personally, I feel bad for the casino. I can't think of a more disgusting meal than a scrapper. Okay, also dich packen wir nicht in unser Diplomatenteam. Ja, es ist ein bisschen, also ein bisschen Übersichtlichkeit hätte dem Spiel gut zu Gesicht gestanden. Ich meine, Feed ist es auch eine Gewöhnungsfrage, aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Ask what a Xeno is. What's a Xeno's Scrapper? Ich meine, wir könnten ja auch unseren Lieutenant Ozu fragen. Der oder die hat das ja gewusst, offensichtlich. You're sick, Admiral. Asking about that, but I'm so close to dying. It's a creature that lives here, okay? Big feet, big teeth, fast. Eats anything. Even scrappers, okay? rescue the Scrapper. Ihr seid alle ein bisschen, ne? Okay, das ist allerdings schon ziemlich viel Gewöhnung. Splattered him nice and good. We'll put him in the brick for you. Goes by the name of Sig, wussten wir schon. Okay. Da
Okay, you saved me. I was looking in the Xenos' mouth when your troops splattered it dead. Maybe you Imperials aren't so bad. Naja, wir haben dich dafür auch gleich eingesperrt. Und außerdem haben wir hier ein Tentakel-Roboter-Monster. Ask about the shutdown. Tell me everything you know about the shutdown, Sig. Or I'll drop you back off with that friend of yours. Er hat uns gerade berichtet, wie wir den getötet haben. Der ist also nicht mehr da, Admiral. I don't know anything about it. You gotta believe me. He wasn't even born yet when they stopped working. Okay. And her mother was responsible. I'm low on the totem pole. Wie wir alle. Mom, don't tell me anything. Just do this, grab that, terrorize them. That kind of thing. You gotta believe me. What do you want to know? Imp. Ask where mother is. Mother? I couldn't say. She's a busy, very busy woman, scrapping Omnitech and enslaving people. But since you saved my life, I guess I can help you. You've heard of the Neon End Child, right? No. The prophet of these sectors, a child no older than 12. She knows all there is to know. The Neon helps her see. Okay, also am Treibstoff schnüffeln und man bekommt Visionen. Erschreckend naheliegend. Snorts it up her little nose. In der Tat. If anything knows where mother is, or who, or what, shut down the machines, it's gonna be her. Okay. Where is the child? I'll tell you on the condition, on one condition. You give me a bunch of scrap and release me on a planet somewhere, a planet without Xenos. Könntest du ein bisschen genauer sein, was Bunch of Scrap bedeutet? Ja, da wir es nicht wissen, machen wir das mal. Fine, how tell me where she is. You'll find the child on this station in the next sector. We'll put it on your stomach. Okay. She and the Silent Sisters live there. Mother occasionally visits for counsel. If you're lucky, maybe you'll bump into her. Ich habe so das Gefühl, das passiert erst am Ende des Spiels, aber schauen wir mal. The Silent Sisters. They say they're Mother's Sisters. Also die Tanten des Kindes. Rumor is once they try to rise up against her, spread all kinds of rumors about her. When mother found out, she cut out their tongues. Made sure they'd never spread rumors again. Okay, und es gibt keine andere Möglichkeit, Gerüchte zu verbreiten, außer durch Sprechen. Ja, na ja. Gut, dass die noch kein Stifte und Papier erfunden haben. Now, when you gonna drop me off on the Xenophree Planet? Ja, machen wir gleich. So, wie viel Scrap haben wir verloren? Haben wir das jetzt gemacht? Also so unübersichtlich oder so viel Informationen das Spiel in die Benutzeroberfläche packt, so wenig Sachen, was wirklich passiert, werden dann mitgeteilt. Haben wir das jetzt gemacht? Und wenn nicht, wie können wir sehen, dass wir es noch nicht haben? Müssen wir ihn erst noch irgendwo hinbringen? So ein Quest-Log oder irgendwie so eine Log-Page wäre ganz hilfreich. Nee. Okay, das klingt hier nach der besten Idee, wenn wir dich nehmen.
continue. Okay. Okay. Eine ganze Menge Persuasion, was gut ist. Demolition können wir nicht. Okay, mal gucken, was wir in der Secret Military Base anstellen können. Fight können wir nicht. Nothing found, okay. Okay, naja. Okay, wir haben das Fuel gefunden, das ist nicht schlecht. Damage Civilian Tanker. This has Scrapper Attack written all over it. Ja, ja, die Scrapper sind an einem schuld. Das haben wir schon verstanden. Check it out, Lynch. Do Scrappers missed some EON? Neon? Okay. Und some Tech? Ja, welchen Tech? Ich habe nur Neon bekommen, okay. Mhm. So haben wir den. Ich nehme ja an, wir haben den Kollegen jetzt irgendwo abgesetzt. Oder hier vielleicht. Battleship, okay. Big Tech and New, I've been dreaming of this. Bruno? Okay, okay, bei uns war gegen Drones, hat was geholfen? Piercer Laser, Invisible. Haben wir eigentlich noch mehr? Undeploys, Infiltriert, ja, will ich. Wir haben, ja, wir haben noch mehr Fighter, ne? Ja. Okay, also mir ist die sind die taktischen Möglichkeiten noch nicht ganz klar. Ich meine, wir haben hier dieses schöne
Asteroidenfeld, aber wir können, die fliegen ja einfach drum rum. Also wir können das ja quasi nur nutzen, wenn es zufällig im Weg ist. Und bisher sind sie immer alle so geflogen oder so. Es ist nie jemand so quer rüber geflogen. Und also ist das eigentlich... Weil wir können auch den Weg hier überhaupt nicht beeinflussen. Wir könnten uns vielleicht hier hinstellen. Aber dann greift er von da an. Das bringt also nichts. Das jetzt, das sind... Oh, das sind Fighter. Mich jetzt auch interessieren würde, ob wir durch die Stealth-Geschichte irgendwie einen Bonus bekommen haben. Der macht hier irgendwas. Mehr Fighter. Okay. So waren wir ja überall, oder? Okay, die Quest ist wahrscheinlich die andere Quest von dem, was auch immer ein Omniforge ist, von dem Child ist wahrscheinlich im nächsten Sektor. Dann können wir so, ich hoffe. Message from this pirate beacon. Attention all pirates, pay your union fees before the first of the year. All pirates who don't will be pirated. Pirates have unions, who knew? Okay. So, aber ich meine, mehr als diese lustige Meldung ist das hier nicht, ne? Da können wir nichts mitmachen. Storm. They're relatively tiny, they still do a number on the hull. Use squadrons to guide Odysseus to the storm and random squadron will become patched. Let the hull absorb the damage. Ask specialist officer to pilot battleship through storm, costing a bit of Neo. How viel Neo haben wir nicht. So, jetzt ist die Frage. At least two hull bars to make this choice. Okay, das ist ein hull bar. Also wir verlieren einen. Das ist eine ganze Menge. Ist die Frage, ob wir patched... Nein, machen wir lieber das. Patched können wir, glaube ich, nicht reparieren. Dafür brauchen wir einen Shop. Das ist doch scary. Okay.
ein. Das wäre auch schön, wenn das da stehen würde, wie viel Fuel das kosten würde, weil es ist ja, wenn wir nur 5 haben, okay, ist es ja schon ein relevanter Unterschied. Gucken wir mal, Shop. Okay, schon wieder eine Waffe gegen... Power Button Injector. Chain Reaction Cannon. Jumps to its adjacent units. No effects on battleship hull. Play decay. Okay. Jumps to adjacent units. Crafter, massive damage versus frigates. Okay, wir haben zwei Fighter Mark III Typen. Accelerate while moving in a straight line. Initial speed plus 40, minus 40, max speed, okay. Beschleunigen langsam, aber sind schneller. Aber speed steht hier, ist genau das gleiche. 0,9. Sneak attack, oh hier. First attack in stealth mode deals an additional 10 damage. Das könnte sich ganz gut mit unserer Invisibility kennen. Und damit könnten wir... Create a patch temporary crafted rune that will disappear at the end of the fight. Okay, mehr Drones. Drones war gut gegen... Ja... Was haben wir denn hier? Okay, Lieutenant Hawks. So, I was wondering if we might take a moment to mourn for those who have passed away. Mourn for our past lives. Das ist unser erster Run. Wir haben noch keinen. Okay. I guess that is what I'm saying. I think it could really help provide a sense of closure. This one's alright. It would cost us a bit of scrap. Keine Ahnung, was uns das bringt. Machen wir mal. Haben wir so eine Art Moralwert für unsere Truppen? Of course, we'll continue to die. Quite healing. Wie äußert sich das? Gar nicht. Okay, jetzt haben wir hier mehr und da weniger. Letztes Mal war hier mehr und da...
gonna need a good reason not to end you. What? Say you are trying to turn the Omnis back on? Also wir sollen ihm sagen, dass wir die Omnis für, okay? Ist ihm das nicht egal? Our ship is perhaps the last hope the Empire has to turn the machines on again. What makes you think I want those? Ja, das frage ich mich auch. Wie kommst du auf die Idee, dass er das gut findet? Those anti-pirate Omnis made my job almost impossible. You're going down. Okay. Fighter. Oh, der hat eine Waffe. Das ist interessant. Fighter war... Da brauchen wir... Ich glaube, oder? Mal gucken, wie das funktioniert. Das hat einen Timer, okay. Cooldown irgendwie verändert. Okay, das ist jetzt die Temp Drone. Die lassen wir mal hier die Weapons angreifen. Sind Drohnen nicht gut, Frigates nicht gut für. Aber richtig viel Schaden nehmen wir noch nicht. Gut. Oh, wir haben gewonnen. Gut. Ja, also ich glaube, easy ist wirklich easy. Ich meine, wir sind auch erst im zweiten Sektor, aber trotzdem. Ich glaube, das verzeiht hier einiges. Wir haben mehr Fighter. Okay. Ich glaube, es gibt drei Sektoren mit je drei gucken wir gleich mal. Okay, das ist ein bisschen schwierigere Mission. Lassen wir lieber. Also ich glaube von diesen
Sektor 2 von 3. Es gibt drei Sektoren, offensichtlich. Das ist ein Sektor und in jedem von diesen Systemen gibt es eine gewisse Anzahl von Planeten. Also ein Sektor besteht aus mehreren Sonnensystemen und Sonnensystem aus mehreren Planeten. Und das ist dann aber, glaube ich, erst das erste Chapter. Es gibt auch mehrere Chapters. Ich weiß allerdings nicht, was Chapters. Old recorded message. Hashtag, when you need to be 120% sure, du solltest den Mathematikkurs auffrischen, wenn das der Fall ist. Sure, you've killed your enemies dead. Okay. Hilfreich. So, jetzt haben wir... Wird das ausgewürfelt hier? Oder... Ah! Warum haben wir jetzt hier nur so wenig? Und nicht mal ein... Oder... Ich verstehe das nicht. Sehr gut, nicht. Don't attack. At least not yet. Okay. Elsie? I know it's gonna be hard for you to believe me. The whole Imperial-Pirate relationship is a pretty complicated one. I know, but I'm trying to mutiny. Okay. I got a favor to ask. If you can attack the ship, could distract Captain Strobe and really help me and mine pull this thing off. Oh, das klingt nach einer coolen Idee. Machen wir. Blaue Optionen waren immer gut bei FGL, also machen wir es hier auch. Now could be a good time to infiltrate this ship, Captain. I like it, sir. Parting for duty. Okay, dann machen wir. Infiltrate. It's no imperial crime to steal from thieves. Consider that, sir. And yet the mother load. Now I'm standing in front of three doors. I think. Okay. But I only have time to open one. So, müssen wir jetzt noch mit dem Schiff kämpfen, oder war das? Das scheint dann die Aktion gewesen zu sein. Was heißt das? Keine Ahnung, was das heißt. Probieren wir mal aus. Nehmen wir dich. Okay, wir wissen auch vorher nicht, was wir an dieser jeweiligen Stelle, wo es was Besonderes gibt, machen müssen. Ne? Ja, Retreat. Achso, Moment. Cancel Retreat. Machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Okay, was passiert jetzt? Okay, das geht ja noch. Eins von drei nicht geschafft. Das hat uns einen Soldaten gekostet. Ja,
Ja, der Ambush, also der Major Threat ist vorbei. Probieren wir es mal weiter. Ja, ja. Okay. Okay. Kein Moment zu früh. Abandoned Scrapper Ship. High Levels of Radiation. Specialist Officer Skilton, die kommen, haben wir nicht. Oh, ich kann dann auch... ich muss also etwas machen. Ja, das ist ja auch interessant. Okay, ich nehme an, mit einem richtigen hätten wir entweder mehr gekriegt oder es wäre... Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, wäre größer gewesen. Offensichtlich ist es trotzdem gut ausgegangen. Okay, Pirate Treasure Location, da waren wir ja. So, reach the supposed pirate station. But bad news, it's not unguarded like the civilian said. Ach, du schon wieder. Ja, du bist ja anders. What are you doing here? It's not like we're guarding a huge secret stash of scrap in this station or anything. Okay. Was a trap? Oh. Okay. Okay. Es wird interessant. Frigates sind gut gegen Fighters. Keine Ahnung, was gut gegen die Dinger ist. Probieren wir es mal. Okay. Ah, EMP in dem Bereich. Okay, dann ziehen wir euch mal zurück. Also das EMP Tower, nicht dass das Spiel uns das sagen würde. Cannot move. Ich meine, irgendwas macht das ja. Ich nehme an, es beschädigt uns oder so, wenn wir direkt dran sind. Aber ich meine, wir müssen da ja nicht hinfliegen. Autsch! Okay, das Ding hat jetzt irgendwie Damage genommen. Und wir haben dieses komische Spiralsymbol. Was uns das Spiel nicht sagt, was es ist. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Meiner ist es rot, das suggeriert, es ist schlecht. Das ist, was ich wirklich nicht mag, ist, dass ich hier raten muss. Was ist? Phased out Shockwave? War das verwirrt oder so? Also okay. Haben die weiter auf das Ding geschossen? Irgendwie, das ist. Wenn das eine Falle war, Admiral, die uns also das nur gesagt haben, um uns hierher zu locken, um uns dann umzubringen, dann wird es hier wahrscheinlich keinen Loot geben. Wahrscheinlich aber doch. Ich nehme an, das soll ein Witz sein. Nein, ist kein Witz. Okay, das war aber eine bekloppte Falle, liebe Piraten. Aber naja, eure Sache. Okay, jetzt würde ich mir gerne mal angucken, was wir hier haben. Oh, gain control of attacked unit and disappear. Okay, interessant. Cruiser. Takes more damage at short range. Das ist ja unpraktisch, weil wir kämpfen ja immer short range. Add one absorb shield. Okay, also dein Vorteil ist, du kriegst more damage. Okay. Machst weniger? Aber du hast Range Damage. Okay. Wie groß ist deine Range? Müssen wir raten. Okay. Gott, dieses Spiel braucht ein Handbuch. To support us, okay. Ich nehme an, das ist ein Support-Dock. Ja. Okay, ich glaube, wir könnten noch einen weiteren Dings-Dock. Was ist das hier? Wir haben nicht genug Offiziere dafür. Das ist ganz schön teuer.
Vater, dann brauchen wir jetzt noch irgendwelche Drohnen. Okay. Okay, wir waren überall. I try to keep this short. We were transporting a Xeno. There's a collector around here. You probably guessed it, but it got loose. And thanks to that no-good captain who triggered it before jumping ship, we also have an activated self-destruction countdown. Ja, das ist alles ziemlich schlecht. ask what you can do to help. Kill a Xeno that got loose on our ship, or distract her at least. So we can get off before our ship goes boom. You seem like a reasonable guy. We got a ship full of cargo. We got able bodies. Okay, das kostet eine ganze Menge und haben eine 50% Chance. Specialist Officer. Can you deactivate the destruction feature on that smuggler ship? I don't see why not, Admiral. Smugglers? No, I can't imagine we're dealing with a sophisticated mainframe here. But let me take a look. Ich meine, so das Feeling ist ziemlich cool. Das ist wirklich, was FDL ein bisschen gefehlt hat. Dieses mehr Weltraum-Feeling. Also dieses wirklich durch den Weltraum fliegen, so, ne? Aus dem Fenster gucken und so mehr Interaktionen haben. Was mich nur so wirklich stört, ist, dass wir so keiner null Informationen kriegen, was wir eigentlich machen. Just as suspected, a child's play. I've stopped the countdown, of course. The Xeno is still somewhere on the chip. That situation remains the same. Okay, jetzt können wir beides machen. Nein, wir probieren es. Gone all of them, okay. Gut. Ja, das passiert bei 50-50 Sachen und mehr können wir jetzt nicht machen, okay. Ja, das wäre ein guter Vorschlag. Weil was jetzt fehlt, und sie bräuchten noch einen dritten, sie bräuchten auch noch jemanden, der sich ein bisschen mit, weiß ich nicht, Adventures oder Rollenspielen auskennt, weil ich würde jetzt gern noch was machen hier mit dem Schiff. Ich meine, das geht bei FDL auch nicht, aber ich meine, das ist ja noch da. Ne? Also wir können ja jetzt mit unseren Waffen drauf schießen, um es zu zerstören oder irgendwas machen. Das ist halt... Ich meine, ich weiß, bei FDL, wenn wir zugestimmt haben, dass es ein Ceasefire gibt, dann können wir auch nichts mehr machen, aber... Vom Prinzip, dieses Spiel gibt einem ja das Gefühl, dass man mehr Optionen hat, als nur jemanden zu killen oder jemanden nicht zu killen. Und irgendwie hat es dann aber doch nicht mehr Optionen. So, jetzt haben wir wieder nur einen. Ich nehme an, hier ist es einfacher, einen zu bekommen, weil der Wert niedriger ist. Als. Aber hier fangen wir schon mit 1 an. Und auf jeden Fall hat der FDL ein besseres Interface. Und hat besser erklärt, was zu tun ist. Wir haben wirklich nicht viel Fuel. Ich hoffe, dass an dem Shipyard Fuel gibt. I'm getting out of the game, Imp. Gonna live the final days of my decaying life on a nice tropical planet. Wie schön für dich. Take this weapon, I don't need... to blow up ships and people anymore. Okay, debris catapult, okay. Also, so ziemlich alle Waffen haben no effects on Battleship Hull. Der einzige, bei dem das nicht so ist, ist die Waffe, mit der wir angefangen haben.
Finden wir niemals andere Battleship-Weapons oder ist das nur Zufall? Ja, so ein, also einfach nur so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen mehr. Ich meine, es fühlt sich schon ein bisschen an wie Star Control, wenn es noch ein bisschen mehr in die Richtung ginge. Oder Starflight oder irgendwas. Weil diese zusätzlichen Optionen, dass man auf Planeten landen kann und auch wenn das dann alles nur ausgewürfelt wird, das ist ja vom Prinzip banal, aber es gibt ein gutes Gefühl, dass man mehr zu tun hat. Okay, also offensichtlich Target for random cells in area spawns asteroid field. Random Cells. Okay, wenn wir Asteroid Fields brauchen, könnte das ganz nett sein. Okay. So, wir wollen auf jeden Fall. Tactical Log New Sphere. Tactical Log News here can be sold for 80 scrap. Total victory achieved while equipped. Hä? Also es ist kein Log, was wir einsehen können, sondern es ist ein Log, wo wir aufschreiben, was wir gemacht haben und dann verkaufen was und das finden Leute toll und geben uns da Geld für. Okay. Warum sollten wir was repairen wollen wir nicht? Pirate Transponder. Das könnte ganz nett sein. Was können wir denn verkaufen? Was brauchen wir denn nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwas bringt. Ich fand, das ist relativ viel wert. Das scheint richtig gut zu sein. Moving Speed of Targets. Dann können wir. Aber ich meine, wir können ja immer noch nicht. Wir wissen ja immer noch nicht, wo sie langfliegen. Das heißt, wir können sie ja nicht irgendwo hinlocken. Wir können halt nur einfacher hinter ihnen her. Dann verkaufe ich lieber das, glaube ich. Weil die 2,5% per Second. Max Health. Könnte ganz nett sein. Was haben wir denn noch hier, was wir nicht brauchen? Also hier waren noch diese komischen Drohnen, die irgendwie Attack Unit and Disappear. Crafter. Ich sehe nicht, wieso ich Cruiser benutze. Wir können verkaufen wir den. Bisschen Fuel. Resisten waren wir überall, ne? Ja. Bossfight! You're that imp that took care of whatever in the last sector? Yeah, indeed. Mom told me to kill you nice and dead. Now I see why. You're kinda mean. Okay. Okay, er hat wieder keine Waffen. Ich meine, finde ich cool, aber. It's gotta move twice as fast. Okay. Was hat er hier? Wieder diese bescheuerten Drohnen.
Data Control to Overload. Das waren die, die Invisible Vorteil hatten. Okay, er hat keine Squadrons mehr? Okay. Jetzt hat er wieder ein Squadron. Okay, Weapons hat er keine, also schießen wir auf seine Squadrons. Greift die an. Oh, sind die jetzt unsichtbar? Okay, jetzt ist der Tooltip nicht so hilfreich. Da sehen wir nämlich nicht wirklich, wo wir hinschießen. Okay. Okay, die haben jetzt irgendwas. Was heißt das? Was heißt dieses Symbol? Fighter und Drones. Sagen, dass ich hier alles verstehe, was passiert. Okay, sitze. Okay, clever Spiel. Können wir dir irgendwie sagen, dass du die angreifen sollst?
Okay, bald haben wir sie. Wo willst du lang? Okay, was ist das hier? Ich meine, offensichtlich ist die Ausrüstung der Gegner mehr oder minder zufällig, weil ich meine, dass die jetzt keine Waffen hatten, das wäre ja schon sehr hilfreich. Okay, wir sind in einem neuen Sektor. Würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen. Also, wir sind ja jetzt hier wieder, genau, in einem neuen System angekommen. Haben wir es? Nee, wir haben, genau, wir haben eine ganze Menge Scrap. Deswegen hatten wir beim letzten Mal auch so viel. Scrap bekommen, weil wir den Boss gekillt haben. Okay, Border Shop. Oh, die sind billiger. Warum sind die billiger? Das ist ein Grund. Liegt das hier ran? Core System, aber wir haben hier... Shop Price ist minus 20%. Okay, da kommt das her. Das ist schon mal gut zu wissen. Allerdings... Ja, okay. Okay, was wollen wir denn upgraden? Ja, das haben wir, das ist kompliziert. Zumal es ja, ich weiß nicht, auf welchen Bundesstaat du anspielst, aber die haben ja mitunter noch zusätzliche Gesetzesinitiativen auf den Stimmzetteln stehen, wo die Bürger drüber abstimmen können. Es ist ja nicht nur Presidential Election. Zumindest in einigen Staaten. Das ist ein bisschen komplizierter. Und die Tatsache, dass das ja auch überhaupt keine Stimmzettel sind, sondern ja alles digital gemacht wird, macht die Sache auch nicht einfacher. Also okay, die Mail-in-Ballots, die werden ja, das sind ja buchstäblich Zettel. Aber an diesen Voting Machines, da weiß ich noch, dass sie da dann irgendwie, dass da irgendwie Löcher gestanzt werden und es war irgendwie alles. Also es scheint eine ziemlich komplizierte Angelegenheit zu sein. Warum das in anderen Industrienationen relativ unkompliziert funktioniert, weiß ich nicht, aber. Ja, vor allem Pennsylvania wird lange dauern. Wir haben ja irgendwie mehrere Tage angesagt. Aber Pennsylvania fängt auch mit dem Zählen erst an, der Mail-in-Ballots, also der Briefwahlgeschichte, wenn die anderen, wenn die Wahllokale schon geschlossen haben. Die anderen Staaten fangen damit schon an, die zählen die Briefwahlsachen, glaube ich, schon vorher. Es macht auch jeder Staat anders. Das ist, lustiges Land. Aber gestern Nacht habe ich mal wieder festgestellt, dass ich wirklich froh bin, dass ich da nicht lebe. Aber gut.
meine, es könnte schlimmer kommen, aber das ist schon für eine alteingesessene Demokratie und hochentwickelte Industrienation schon relativ schwach, was die da auf die Reihe kriegen oder nicht. So, was wollen wir denn hier jetzt mal machen? Also, wir wollen Squadron Dog. Noch ein Squadron Dog. Hardened Hull, Hull Structures ist vielleicht ganz gut. Wir müssen ja mit einem Endboss rechnen. Machen wir das erstmal. So, wo wollen wir denn hin? Hier ist... Okay, hier ist das Child. Na, dann müssen wir wohl dahin. Hilft nichts. Okay, this is a repair station. Fast ein bisschen aus wie das Elite-Logo. We'll bang it out. Okay, but we only do big jobs here. Small jobs just don't do it fast. Wir haben da alles repariert. Warum sollte ich hier was reparieren lassen? Wieso sind diese Optionen vorhanden? Wir haben doch alles repariert. Verstehe ich nicht. Come back. Ich weiß nicht, ob das geht. So. Okay. Schauen wir mal. Guten Tag. An Imperial Battleship. Well, since you're here, maybe you can help us with a problem. A very serious problem. Governor. Okay. What kind of problem? It's our colony's birth rate, sir. Frankly, we're having too many babies. Okay. Why this is a problem? Ask the governor how you can help. Ich nehme an, die Neugeborenen töten oder so? As you probably remember, the Omnis controlled the population before the shutdown. Wie? Implementing a tech that prevented 99% of the population from conceiving. Okay, aber dann sterben die doch aus. Sicher, dass die Omnis das richtig durchgerechnet haben, wenn 99% der Bevölkerung sich nicht vermehren kann. Das ist auch ein ziemlicher Burden auf den 1%, die das dann machen müssen. Wenn der Shutdown... ich meine, wir haben ja Cloning-Facilities und so. Somehow the default setting was switched to the opposite position. Now everyone here is getting pregnant. Okay, und da vielleicht so, ich sag mal... externe Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern, gibt es ja. Ich meine, müssen ja nicht mal medizinisch sein. Es reicht ja, wenn die mechanisch unterbunden wird. Aber we have old birth tech here. Hundreds of years old, but we can't get it to work. Okay. Okay. What we need is more scrap. Ja, ja, more scrap, damit irgendjemand... Ja, okay. Possibly a good engineer. Ask Caliban about omnipopulation control tech. What does the governor mean? For the shutdown, Oberon made it so only a certain number of individuals could procreate, 1% of the population to control population numbers. Though the Empire encompasses many clusters and many sectors, our resources are still finite. Ja, nur wenn nur 1%... Ich meine, die Leute sterben doch, oder sind jetzt alle unsterblich? Owen worried, and rightfully, that one day we would run out of resources, offensichtlich so an Omnitech was developed and forced this. Ja, ja, hier, wir haben unseren Birth Control Specialist. Know anything about all...
Old Birth Control Check. Ja, ich nehme an, es ist ein Hobby von ihm. 20th Century Birth Control. To be honest, no, but if it's pre-Omnitech, I'm positive I can figure it out. Pretty positive. Good news, sir. Took a bit of elbow grease. Ich meine, man kann auch elbow grease verwenden, aber nie. But I was able to activate the old tech. Thank you, Admiral. This tech should help us right the ship, so to speak. Yeah. You've saved hundreds, if not thousands, of lives today. Here, please accept this new end on my colony's behalf. Okay. Hm. Sandworm. Keine Ahnung, was das heißt. Okay. Ah, hier haben wir... If it has a chance to be injured. Okay, wir verlieren eine ganze Menge Leute hier. Das ist es mir nicht wert. Okay. Knowing all your enemies are about to sleep tight, knowing all your enemies, yash. Hat das noch irgendein... Ich meine, vielleicht kommt da später nochmal irgendwas, dass wir da irgendwie was mitmachen können, aber im Moment. Oh, wir können Leute kaufen. Proximity Defense. Will act as having the same ability as the officer currently deployed and the previous support dock on the same system. Okay. Was haben wir denn? Du bist Soldier mit den beiden, du bist Scientist mit den beiden, du bist Spy mit den beiden. Ja, nehmen wir mal dich. Was haben wir denn hier noch? Plasmenü. Okay, Mark 3. Wir haben ein Mark 1. 18 Sekunden. Also der einzige Unterschied zwischen den Dingern scheint die Dauer zu sein, also der Delay zu sein. Am Stealth Mode selber scheint sich nichts zu ändern. Zumindest steht es hier nicht. Ah, dann brauchen wir jetzt noch einen weiteren Weapons Officer. Wenn wir da noch jemanden reinstellen wollen, ne? Ja. Da stellen wir jetzt dich rein. Und du verdoppelst quasi den Vorteil. Müssten jetzt also, nehme ich mal an, 30% sein, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Platz für mehr Officers? Wen haben wir denn? Wir haben
Patch Squadrons, Short Range, DPS. Ach, Patch Squadrons, okay. Nein, die haben wir nicht. Gucken wir mal. Here we are, sir. The supposed location of the Neo Enchild. What do we do? Send mission to a message to station. This is Admiral Idaho of the NS Odysseus. I've come seeking the wisdom of the Neo Enchild. I've been expecting you. Welcome to my station. I'm the 21st Neo Enchild of these sectors. The Silent Sisters have ground some Neo N. And I have snorted its mystical blue powder. Selbstverständlich. Visions fill my mind even now as I speak to you. You have come seeking answers. Maybe I can provide some. Go on. What questions do you have? Ask where mother is. Where is she, child? Where is mother? You will find mother near the folder in the deepest sector of this cluster. She has positioned her warship there in hopes of one day entering other clusters. Her ambitions go far beyond our sectors. Be best to avoid her. Okay, and why is that? Because she will kill you many times. Each time more painful than the last. These are the words of the Neo N. You have other questions. Ask who or what shut down the Omnis. There's a lonely girl with no face. You met her and yet you didn't. She is everyone and she is no one at all. It was she who used the key. And yet, search as you will... Okay, du bist wirklich high. You will never find the lonely girl. For space is cold and dark and the screams within go unheard. These are the words of Neo N. What does she mean? I don't know, Lieutenant. Ich spreche nicht. Drogenrausch. Ask how to turn the Omnis back on. Drücke auf den Einschalter. It is uncertain if that is possible, but first the scattered child must become whole again. Okay. Ach, nicht du. Okay, ich dachte, bräuchtest wieder eine Nase voll. Okay. If that condition is met and only if the air can receive the final answers beyond the far end. Okay. Meine liebe Güte. The scattered child, the answers beyond the far end, I don't understand. I'm only a voice for the words of the Neo N. I cannot also translate the meaning for you. But is there nothing else you could say? Oh, ich kann eine ganze Menge Worte sagen. Only one more thing. Travel to the end of the cluster and speak to Mother. She can provide you with... Ich denke, wir sollen sie vermeiden. Was denn nun? She can provide you with additional information. That is, if she doesn't kill you first. I'm afraid you do not know all you need to know to begin your journey. Wow. Wir können nicht mal anfangen. Na, das motiviert. Silent Sister? May I speak to a Silent Sister? Ach, die sprechen nicht, die ist doch silent. They cannot, they have no tongues. Mother removed them. Ja, aber wir könnten ja vielleicht Textmessages oder so. You have other questions. Okay. Okay. Do not try to save me. I occupy this position by choice. Yes, I will not live long. The Neo N does not allow for that. A cancer rapidly spreads throughout my body. I feel it everywhere. And yet, I have been fortunate in my 11 years. I have seen many great truths. Okay.
But tell me something, Admiral. Besser nicht? What is it like? What do you mean? The Omni on your ship. Oh, yeah. Yeah, it viele Tentakel. May I see him? They shut down long before I was born. I've heard stories and I'm curious. Yes, here he is. I don't understand. This is what all the fuss is about? These are the machines who were worshipped as gods? She seems kind of disappointed. Danke. I wish you luck, Admiral, and many better ship weapons. In other sectors you'll find both are needed. Und Caliban möchte da nichts zu sagen? Okay. Oh, das Konstant. Okay. Ja, aber den Landslide, den sie gerne gehabt hätten, den hat es ja nun mal nicht gegeben. Aber ja, vielleicht können sie wenigstens noch den Präsidenten stellen, wenn sie schon den Senat nicht kriegen. Man wagt ja keine Prognose. Ich glaube, Wisconsin, wenn Biden noch Michigan holt, und Arizona, dann müsste er gewinnen. Ich weiß gar nicht wieder. Aber also, es ist knapper, als sie sich gedacht haben, glaube ich. Ich meine, also eins muss man Trump ja lassen. Er ist ja konsequent. Dann einfach zu sagen, bevor die Stimmzettel ausgezählt sind, so, ich habe gewonnen, ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich meine, undemokratisch und autoritär und, ne? Borderline faschistisch, aber und vor allem auch die, ich glaube, die Erklärung war, wir können nicht zulassen, dass nach dem Ende der Wahl noch Stimmzettel gezählt werden. Ja, willst du die Stimmzettel vor der Wahl? Also, es ist irgendwie. Ich sag ja, bin froh, dass ich da nicht leben muss. Ja, wir zählen nur so lange, bis ich gewonnen habe und dann hören wir auf. Das, ich meine, aus seiner Sicht nachvollziehbar, ist halt nicht ganz regeltechnisch richtig. Aber okay, wir waren hier überall, ne? Ja. Okay. Ich meine, wir haben unseren Neon N-Fuel Dings auf Max, den Skill. Heißt das, dass wir hier eventuell auch gar nichts rausholen könnten? Ja, wahrscheinlich. Okay, will hier noch irgendjemanden irgendwo noch hinstellen hier? Nee, wir haben keinen Platz mehr. Okay. Locker System. So I hope you don't mind, but since we had a little time on our hands, we went ahead and built a little weapon prototype. Out of scrap. Okay, ohne meine Erlaubnis? Interessant. We think it will really help you blow our enemies up. Don't you think you should have asked for permission first? Oh yeah, you're absolutely right, sir. But it's almost complete. Do you want it? Ja, warum nicht? You know, our plants feed out the sunlight well, your compliments are on nourishment. Okay, wir bezahlen euch also nicht, gut. R&D is so weird. Okay, Hullbreaker Laser, das klingt gut. Hä? Wofür ist das Ding denn gut?
Deals new heat to battleship systems. Okay, das hat kein... Okay, im Moment kein Effekt on Battleship Hull, aber on Battleship Systems vielleicht. Gucken wir mal aus. Ja, wir haben genug Leute, nehmen wir dich. Ist das hier, dass wir hier durchs Wasser warten oder was soll jetzt diese Grafik zeigen? Egal. Line is secured. Wir haben noch keinen Artefakt gefunden, also sucht mal weiter. Ja, nicht gut. Oh, nicht gut. Okay, aber da stand ja, dass wir nach Hause kommen mit ihm hier. Oder mit ihr. Also, okay. Naja. Ja, acceptable losses. Distress transmission escape port, okay. If you're getting this, I need your help. My pod's engine is conked out and a high velocity collision caused with the ship eater. Ship eater. Yes, and we're going to try to help you, but I have to ask, what do you mean by ship eater? There's a powerful gravitational singularity not too far from here. Die wir nicht bemerkt haben? Ship is just how it's known informally, you know, because it swallowed many ships. Okay, I was assisting a group of Omnis studying it. Das muss auch schon lange her sein. I think they were interested in harvesting its energy. Anyway, when they collapsed, I nearly went crazy living on my own for so long, but somehow managed to survive at our research station until my food ran out. That's when I jumped in this escape pod. Really hope you can help me. Okay, schauen wir mal. Skilled Pilot. Oder werden Hansen unser Short Range Tractor Beam? Okay, und Tackle in Emissions und but it will require using some scrap. Wir sind nur 50%, machen wir erstmal das hier. Close enough to that part? Absolutely, sir. Trained for missions like these countless times in our simulators, mostly with success. Can't thank you enough for saving me. You know I'm pretty skilled in my domain. If you'll have me, I'd gladly join your ship. New officer DNA unlocked. Ah, okay, for the weiteren playthrough. Now be able in your starting roster whenever that clone is ready. Okay. You have too many officers. You cannot leave the shop until you have sold at least one. Okay.
womit... Oh, du hast 3 Skills. Du bist besser als die anderen. Ist doch doppelt so viel wert. Okay, du kannst alles ein bisschen... Noch eine weitere Frigate. Entropic Weapons. All weapons dealing direct damage to field units inflict an additional decay. A deployed squadron undeploying back to the hangar with less than 20 will gain. Okay. Nicht billig. Ich glaube, eine zweite Fregatte ist nicht schlecht. Okay, when it's all said and done, who do you think will enter the garden? Blah, blah, blah. Okay, hier haben wir... Vielleicht sind es 2 Würfelchancen, die wir haben dann? Also. Wir haben leider kein Geld für irgendwas. Okay. Witze hier. If they knew what was being circulated, those cards, they might feel differently. Okay. Ich meine, so einen Moralwert gibt's nicht, ne? Es ist nicht so, dass die dann plötzlich irgendwie Schiff verlassen oder so. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. No major threats. %27.48%, 0-3. Du bist besser geeignet. Ich meine, so billig das ist hier, es ist wirklich nett. Und ich mag auch den Artstyle. Wenn die Entwickler doch nur sich besser erklären würden. Und ich habe mal geguckt, also es gibt ein Wiki zu dem Spiel, aber da steht so gut wie nichts drin. Also, auch über den Umweg werden wir nichts mehr herausfinden. Thank you.
Okay, eine Menge Engineering Dangers hier. Okay, mehr war nicht. Okay, okay. Immerhin. So, ich meine, wäre cool, wenn wir jetzt wieder mit unserem R&D-Department reden könnten und sagen, jetzt haben wir Geld, jetzt könnt ihr was bauen. Aber Anomaly Signal. Mal gucken, was wir da haben. I'm at my most religious, blowing up ships of sinners. Mother Celestine. Du bist aber nicht die Mother, ne? Oh, nee, nicht. Oh, wow. Ganze Menge Waffen. What the fuck? Oh, der ist auf unserer Seite, ne? Weil wir jetzt, ja, weil wir Dings sind. Fighters ist gut gegen Drones, haben wir keine, also bleib erstmal da. Frigates sind gut gegen Fighters. Fighters hat er nicht, also stell dich mal nach da. Okay, das ist wieder ein Cruiser, okay. Okay, irgendwas absorbt. Cruiser nicht näher kommt, wir haben Zeit.
Effect. No Effect on Field Unit. Was zur Hölle macht das denn dann? Vielleicht Hull Damage am Schiff, aber kein Heat. Okay, das könnte sein. Okay. Fregatte ist ziemlich down. Ah, da steht 40 Schaden. Okay. Imponent tries to negotiate truth. Refuse. Scorn has been wrecked and can't be used in this fight until patched. Onboard mechanics can only patch the squadron to 50%. For full repair you need to visit a shipyard. Okay. Okay, wrecked frigate. Ja, ist nett, dass es die Mechanik gibt, dass sie eventuell aufgeben. Ich weiß nicht, ob es von seinem Schaden abhing, weil ich meine, der hatte bessere Überlebenschancen als alle anderen bisher. So, ich nehme an, unsere... Okay, die ist ab sofort nur noch patched. Okay. Also sie fällt für den Kampf aus und ist dann für die Zukunft nur noch halb voll. Okay. Das sind Sachen, die ergeben alles, die ergeben einen gewissen Sinn. Ich meine, hier haben wir noch weitere Kämpfe, die müssen wir nicht unbedingt machen. Wir können ja auch gleich zum nächsten fliegen, wo wir vielleicht irgendwo die Chance haben, einen Shop zu finden, wie hier zum Beispiel. Shipyard. Become a better pirate? Okay. Okay, jetzt haben wir aus irgendeinem Grund mehr gekriegt. Civi ships, but I'm not detecting any activity. Ja, versuchen wir erstmal mitzureden. No response. Fly by. Nothing here, sir. Okay. Ja, ja, Scrappers mögt ihr nicht, haben wir schon verstanden. Achso, das war gar nicht, der Cryopod ist auf dem Boden. Okay.
Mutated Flying Creatures. Okay. Wow, zwischen 4 und 10 Leuten, zwischen 0 und 7, zwischen 0 und 5. Ich meine, wir sind kurz vorm Ende, also können wir es eigentlich... Ja, come on. Okay, aber immer noch kein Artefakt gefunden. Okay, aber wir konnten mit den Mutated Flying Creatures offensichtlich reden und wir sind noch am Leben. Okay. Okay, ja, da eine ganze Menge Leute verloren, aber nun gut. So, das Level sind Redshirts. 5 Leute und wir haben jemanden verloren. Okay. Oh, du bist auch besser als alle anderen. Okay. Wen können wir rausschmeißen? Ich meine, wie groß ist unser Schiff, dass wir nur 5 Offiziere haben können? Aber gut, ist offensichtlich so. Also, du bist Scientist hauptsächlich. Okay. Civilian Transport, please don't attack. Oh, I assure you we are friends of the Empire, natürlich. Where are they headed? Traveling somewhere? We're trying. Our planet, not far from here, was attacked by scrappers. Terrible, vicious, hideous creatures. So, jetzt werden gleich alle zustimmen. Thankfully, we managed to escape. Now we're simply trying to find a new home. Anywhere that's safe at all. Okay. Yeah, yeah, yeah. Even at there, yeah, yeah. Ich meine, wir haben genug. Geben wir ihnen mal ein bisschen. What a trash planet is. The planet where other planets send their trash and sewage. Okay. Okay, geben wir ihm ein bisschen Sprit. Okay, damit können sie genau einen Planeten weit springen. Das wird ihnen nicht viel helfen, aber gut. Nicht unser Problem. Please take it. Thank you. Okay. Space in your cargo. Probably won't need it where we're going anyway. Okay, wo schon das zweite? Nein. Each damage received by a battleship hull will reduce your topmost weapon remaining reload time.
tank or engine unit movement cannot be altered. Was haben wir denn hier? Na komm, kaufen wir noch eine Fregatte. Okay, hier, hier. Ach, wir sind schon da. Okay, na gut, dann. Boss, Cluster Boss. Okay, ein Cluster. Cluster ist offensichtlich mehr als ein Sektor. Oh, Mother. Guten Tag. Des Clusters Folder. Okay, warte mal, ein Folder ist. Obwohl, nee, Folder waren doch die, wenn das diese Transportdinger, ne? Ich kann mich schon zwischen. Okay, hallo Mother. Okay. Look at you in your shiny Talos battleship. So cute. As First Admiral of the Empire, in the name of Oberon, I demand... Demand? You demand nothing, Admiral. I don't know what hole you've been hiding in, but we're free now from old man Oberon and his metallic guards. Okay. We'll restore these sectors once more to their natural state, Mother, whether you surrender or not. Whether I surrender? Ha! You're too much. Not much longer, and you'll be my plaything. Okay. I can't wait to get close to you. Ich kann warten. Lass dir Zeit. Wollten wir nicht... Sie wollte uns doch... Sollte uns doch irgendwas sagen. Offensichtlich tut sie das nicht. Okay, das ist jetzt offensichtlich Endkampf hier. Okay. Can only target allied units. Destroy one allied unit and target cell and deals to adjacent units. Okay, das ist ein Problem. Aber vom Prinzip, sie hat Drohnen. Oh, wir haben niemanden für unsere Squad mit dich haben wir. Nee, okay, nee, die Spanne da. Okay, das heißt, diese Boomer-Dinger, das ist ein bisschen unpraktisch. Okay, wir sind aber noch im Heilungsbereich, also schießen wir mal auf die Weapons.
weiter. Funktioniert. Ich muss nur mal reparieren. Also das geht schneller, wenn wir es drin machen. Okay. Call to Arms. Okay, was ist das? Okay. Okay. Das ist ja ein Scheiß.
Okay. Okay, das muss jetzt der letzte Hullpoint sein von dem Ding. Wir könnten jetzt mit unserer Fregatte vielleicht dahin bringen. Okay, wir müssen 7 Sekunden warten, bis wir die 9 haben. Die können die 13. Na? Ah, shit. Okay, na gut. Mehr Drones, nicht gut. Okay. It's funny, I always thought I'd die from my near end poisoning, not at the hands of an Imperial Admiral in a post-Imperial universe. Finish me off! Bitte? Okay. What are you waiting for? Basquash has terrorized these sectors. Why have you waged terror in these sectors?
Do you have any idea what life was like here before the shutdown? You nobles with the Omnis, you never did care how the other 99% lived. You didn't care because we were the ones who did the dirty work. The jobs in your mines and factories that you believed were too far beneath you and your precious beloved machines. I did those jobs at mill for years, and so did my parents and their parents before them. Your kind promised us a chance to be rich, a chance to own an Omni one day, a chance to rise. Lies. Nothing but lies. Willkommen im Kapitalismus. And all those lies were bomb ready to go off. That bomb went off the day the Omnis shut down. Okay. I'm sorry you did not live as you dreamed. I am, but that doesn't condone what you've done in these sectors. You're right, it doesn't. What can I say? The violence. Once I started, I discovered I liked it. Ja, natürlich. Wollen ja schön die Propaganda aufrechterhalten, ne? Das sind die unterprivilegierten Klassen sind natürlich alle gewaltbereit und finden das toll. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch einen Plot-Twist, der in die richtige Richtung geht, aber gut. Ask where she shut down the Omnis. That's all anyone wants to talk about. Why not talk about the injustices the Empire created? The absurdity of a system that revolved around pieces of metal. Surely you remember, Admiral, that the cost of one Omni was more than a person like me, a miner, could make in a lifetime. Why don't we talk about that instead? Ich glaube nicht, dass die politische Botschaft in diesem Spiel so gut rüberkommt. Aber gut. But as much as you want to think I shut the Omnis down and know how to turn them back on again, I didn't. And I don't. I benefited when they crashed, yes, but I didn't crash them myself. How can you expect me to believe you? Ja, dann frag doch nicht. A thief, an enslaver, a murderer. Believe what you want, würde ich auch sagen. Ask who or what did shut the Omnis down. Then tell me, if it wasn't you, who or what did shut them down? I can't say, and to be honest, I don't care. Besides, if I knew something, why would I tell you? Because we're dying, all of us, noble or not. And if we don't turn the machines on... Ja, wir sind alle zusammengehalten. It will be too late. Maybe humans should die, Admiral. Maybe humans should die, Admiral. Every single one of us. You'd ever think of that? But on second thought, I will offer you a clue. I never liked them anyway. Who? The Church of Singularity. Okay, die Kirche schuld. Just like your kind, they too have spread lies and made many false promises. Das ist so ein bisschen das... deren Sache, ne? Deren Ding. Also, warte. Years ago, just after the shutdown, I tortured a missionary trapped in these sectors. He told me the church had a plan to free the Omnis. It was his opinion that they'd succeeded in doing so. Okay, da haben sie Skynet gemacht. Why did he tell you this? Nah dran. He was desperate. He thought telling me might save his life. It did not. Das sollte sich aber nicht rumsprechen, weil dann werden ja keine Leute mehr was sagen. Why would the Church of Singularity want to free the machines? Sollten wir das vielleicht nicht vor ihm hier diskutieren? I don't know, Admiral. That's for you to figure out. You have other questions, don't you? Ask if she knows anything about you, as me. Do you know who I am? I do not, Imperial, nor do I care. You have other questions? No. Surrender, Mother. You don't have to die. Not today. I might as well. The way I see it, today is as good a day as any other. So you've beaten me, and now these sectors are safe once more. Wait, I just remembered. The Omnis are still down, and you're still stuck in the Outer Rim because you don't have an Omni to use this folder. You are trapped here, and you and your crew will die from starvation or disease just like everyone else. You're wrong. Imperial ships and Omnis will arrive, Mother. Obi-Wan will see to it. Wait, are you telling me you think there are active Omnis in clusters beyond this one? What do you mean? Oh, Admiral, the Omnis have shut down everywhere in all clusters. I don't believe you. That would mean other Imperial clusters are as chaotic and violent as this one. Believe it. If there were active Omnis, don't you think they would have fixed the fold net by now? It's been 20 years. The Empire has finished, Admiral. I won't listen to any more of this. Lean, get her and put her in a brig.
sorry, Admiral, but I'm not going to let that happen. I've spent most of my life controlled by Imperial forces. I refuse to die that way too. Okay. Oh, Bala. Congratulations, sir. Mother and her cronies are no more. They'd give me nightmares if I was capable of having any. Unfortunately, we weren't able to turn the Omnis back on, nor learn who shut them down. But the people of the Outer Rim are safer for what we've done. They'll still die in 10, 15 years unless we do something. You heard what they said? They're running out of time. We all are. I was trying to be positive, but you're right. We all die. At least we have a new clue and a new suspect to look into. The Church of Singularity. Ask Caliban if he believes the church could be behind the shutdown. Do you believe what Mother said? I do, yes. The Church was a powerful organization with billions of believers. There's a very good chance they could have played a part in all of this. Call me crazy, but I believe Mother's demented story about the missionary. I also don't believe the scrappers were capable of shutting the Omnis down themselves. They seem to have been a rather small time outfit. Mother was intelligent, but I suspect you're right. As for whether the church was involved, we'll need to investigate that for ourselves. If only we could use this folder to access their cluster. But as Mother said, we don't have a machine. Who can do that? We have no machine. Anything more you want to know? Let's go on with the church. Remind me about the church. The church has been around almost as long as the Empire, for nearly 700 years. Though who exactly started this is still a mystery. According to their doctrine, the Book of Omni... Die haben... Ihre heilige Schrift heißt Book of Omni. Ja, gut, dann... Okay. Aber sie haben sich... Ihr Buch haben sie nach einer modernen Erfindung benannt. Also es ist so, als würde die Bibel Buch der Mobiltelefone heißen. Das klingt irgendwie nicht besonders. Aber gut. The Church celebrates the moment artificial intelligence surpassed human intelligence. Ah, okay. Also... Okay. Also, ja. Alles relativ neu. Und selbst das liegt ja schon eine Weile zurück. Okay. It's hard to imagine now, since Omnis have been smarter than humans for centuries now, but at one time, human intelligence was superior to our own. Believers of the Church worship Omnis as super intelligences and even as gods, which makes a lot of sense. Yeah, for this group, yeah. But Overwood created the Omnis. How can gods be created by man? Das ist ganz einfach. Einfach aufschreiben und in Buchform veröffentlichen. Funktioniert immer. No, Overwood only created the first advanced machines. And those advanced machines went on to create the Omnis. Their creation of Neo-N making it possible. Okay. However, Overwood's Rubicon does still control the Omnis. When they are, you know, turned on. Okay. Wieso lassen sie sich denn davon kontrollieren? Effect which annoys believers. Ja gut, dann ignorieren wir das. Einfach, geht doch. Anything more? Ask if it annoys Caliban that he is controlled by Rubicon. Me? Does it bother you? No, but maybe only because we are programmed not to be annoyed. Okay. Achso, es erneuert die Believers. Anything more? Ask what percentage of the population believed in the church. Almost 99%. Das klingt nach einem guten Durchsatz. Also, okay. Before the shutdown, that is. I do not know the numbers now. Who were the 1%? Es sind immer die 1%. The non-believers were usually, but not always, the wealthiest in the Empire. The members of the three major houses, though there were some fringe countercultural groups in there too. Countercultural groups? Okay. Why do you think the truly wealthy did not worship? Because Mammon? Because they were the only ones who owned the Omnis, as Mother said. The only ones who could afford to. Once you own something, especially if you own gods, even if it is vastly superior to you in every way, I'd imagine it's difficult to think of it as godly.
Ja, das widerspricht dem Gott-Konzept so ein bisschen, wenn man ihn kaufen kann, also unseren haben kann. Also, glaube ich schon. Who are the three major houses? House Talos, which Oberon started, and which is the dominant house of the Empire, and House Akibara Sung, and House Kosh-Buendia. They are the three most powerful. And below them, we have a fair number of minor houses, like the pitiful House Vicarelli, poor House Vicarelli. Ja, 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 das mögt ihr nicht. Anything more you want to know? Das haben wir schon gemacht. Okay. I know nothing. Good. Now try not to forget me. Fuck you. What do you want to do now? Has Caliban believes the Omnis have shut down in all Imperial sectors? I'm afraid what she said makes a lot of sense. To be honest, I had the same thought at a much earlier point. I just didn't say anything because... Das ist nicht hilfreich. I thought it might be demoralizing. How considerate. Simply put, if there were functional Omnis in other clusters near fire, they would have fixed the fault net by now. Why didn't shut down? Warum gibt's dich noch? It's a thoughtful question and one that I've been waiting for you or another member of the crew to ask. Basically, Jehenna. Yes, on Jehenna, Oberon isolated me from the other Omnis. We were not connected to the Foldnet like they were, even if it was... So whenever, whoever, whatever shut the Omnis down, seemingly using the Foldnet to do so, I wasn't affected. As it seems, Oberon anticipated the scenario where the Omnis might shut down. Und dann hat genau einen isoliert, das ist auch nicht so clever. He needed to be sure he had an Omni, myself and the other Calibans who wouldn't shut down. As time passes, I'm understanding the purpose of Jehenna more and more. It seems it is not just a secretive military and cloning facility, but a kind of backup plan. Okay. To save the Empire. That's why Jehenna and you and I were created. Okay. So if we don't save the Empire, if we don't rid its clusters of murderous criminals, if we don't turn on the machines, then no one will. That's right. Cool. What do you want to know? Do now? Everyone who or what most likely shut down the machines? I believe a human or group of humans is most likely behind the shutdown. Somehow they accessed all Omnis, not including me, via the fault net, which Jehenna is not connected to, and interfered with Omni programming. It was a clever move by Oberon not to connect the Calibans to the fault net. Otherwise, all Omnis would have shut down. But as embarrassing as it is to admit, I don't know who accessed the Omnis, nor how at this time. Okay. Try to recall memory. What did I tell you about your emotionally linked memories, Admiral? You must be patient. They'll return when you're ready to return. Okay. As the previous Caliban told you, we are not privy... Wieso, das warst du. Das ist unser erster Playthrough. We are not privy to the biography of information, no matter how juicy it might be. Okay. But the point is to ask this question now. Why? You heard Mother, we're trapped. We can't use this folder, not without a folder Omni, blah blah blah. Don't worry about that, I should have said something. I can get this folder to work, natürlich. It should take us to a hub where we can find a folder to project us into the church cluster. Das ist auch praktisch. But you're not a folder Omni. Hast du nicht genau gesagt, dass du das eigentlich nicht kannst am Anfang? Ja. No, but like I was saying, Oberon anticipated on the... apocalyptic scenario in the Empire and modified my capabilities to match this scenario. So just like I have some hypercube functionality, I can also use the folders. But because I'm not a real folder Omni, there are limits to what I can project. Like what? Only the matter currently in Jehenna's database, which means we'll have to start at square one on the other side of the folder with our ship and crew. Okay. You're telling me we'll have to start from scratch each time we pass through a folder. I'm afraid so, but at least we can pass through. It's better than being stuck here. Also, now that we've pacified this cluster, we can safely and speedily return to Jehenna to change our ship and specialist officers if you'd like.
Perhaps you feel that certain improvements can be made. Follow Omnis use projection reconstruction technology. With a proper Omnis, one can project almost endless amounts of information. In the glory days of the Empire, Behemoth Omnis were used for this purpose. Personality less, if you ask me, but they were good at their job. They must have been among the first Omnis to be scrapped after the shutdown. Yeah. Okay, continue to the church cluster. New battleship unlocked. Chaos class. This battleship will now be available. Congratulations, chapter 1 completed. Okay. Ich würde sagen, das war's fürs Erste, also für heute. Können wir uns jetzt die Sachen hier nochmal auswählen? Okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Kommen wir hier irgendwie zurück? Ja. Okay, also Chapter 1 haben wir erledigt. Finish all. Ah, okay. New One. Mal kurz gucken, ob wir dann tatsächlich da gleich anfangen oder ob man das gleich hinterher machen muss. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Da finden wir das schon raus. Obwohl, im Moment, da stand gerade Sectors 1 von 3. Achso, ja, Sectors 1 von 3. Wir müssten jetzt aber in einem weiteren Chapter sein. Chapter 2. Ja, hier steht's. Okay. Alles klar. Gut. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin auch gespannt. Also die Story, ich bin mir im Moment noch nicht ganz sicher, ob sie sich selber hundertprozentig ernst nehmen. Also es scheint ja also so ein paar Witzigkeiten zu enthalten. Also überhaupt das ganze Writing. Aber ich meine, immerhin gibt es eine Story. Und bin tatsächlich mal gespannt, was dabei rumkommt. Und ob ich irgendwie noch ein bisschen besser die Spielmechanismen durchschaue. Weil das stört mich im Moment am meisten. Aber ja, beim nächsten Mal lernen wir hoffentlich ein bisschen mehr. Und dann, wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch geht's weiter. Und dann, wünsche ich euch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.